Bei Red Bull Salzburg heute 10 Cracks nicht am Eis dabei. Ein paar schont Pierre Paget, ein paar sind verletzt. Dafür kommt es zum Debüt von Zeven Hanai, dem 20-jährigen Kanadier, der heute sein erste Bank Eishockey-Liga-Debüt feiert. Zu Gast Olympia Ljubljana und der grüne Drache seit 12 Spielen in Salzburg noch ohne Sieg. Das möchte man heute natürlich beenden. Pierre Paget schickt als Torhüter Luca Gratschen aufs Eis. Auf der Gegenseite ist es Jerry Kuhn und der wird erstmals geprüft von Thomas Raffel. 7. Spielminute, erste Offensivaktion der Hause. 4 Minuten später, Gegenstoß durch Giga Panze legt auf für Kevin De Virgilio, aber der verfehlt das Tor nur um wenige Zentimeter. Schön langsam finden beide Mannschaften in diese Partie. Puck kommt zu Dominik Heinrich, das 1:0 nach einer guten Viertelstunde. Das zweite Saisontor für den Verteidiger und die leidgeprüften Salzburger Fans sind zufrieden. Allerdings nur knappe 4 Minuten, denn dann folgt der Ausgleich. Im Powerplay ist es Jan Muršak, der von den Detroit Red Wings kam und aus kurzer Distanz zum Ausgleich trifft. Ausgeglichenes Spiel, wenige Torchancen, beide Teams begegnen sich auf Augenhöhe. Im zweiten Drittel dann einmal der bessere Beginn für die Gäste. Chris Dellweis an der Scheibe, Bauerntrick, aber Luca Gratschner für einen jungen Torhüter schon sehr abgebrüht, kann diese Szene bereinigen. Dann Viktor Lennartsen mit einem bösen Check, 5 Minuten plus Spieldauer. Das erregt Pierre Paget, der selbst zuletzt gesagt hat, dass die Liga immer dreckiger wird. Das bringt natürlich jetzt die Salzburger ein wenig aus dem Konzept und in der 34. Minute ist es wieder Kevin De Virgilio, der zum 2:1 für Ljubljana trifft. Videobeweis, aber der Treffer zählt und nur eine Minute später der Doppelschlag. Jan Muršak überwindet Luca Gratschner, 3. Saisontor im 6. Spiel und die Führung der Gäste ist ausgebaut. Letzte Spielminute des 2. Drittels, schöner Spielzug, aber Kevin Pushnik kann hier den Anschlusstreffer nicht erzielen. Dementsprechend groß die Anspannung vor dem Schlussdrittel und da haben die Hausherren den besseren Beginn. Ryan Knežević profitiert von einem Abpraller und verkürzt bereits früh im letzten Drittel zum 2:3. Das Ganze in der 43. Minute, nur 60 Sekunden später. Daniel Welser, Ausgleich, 44. Minute, Assist Thomas Raffel und das Spiel ist wieder offen. Die Bullen aus der Mozartstadt nehmen den Schwung aber mit. Komarek, schöner Pass an die blaue Linie. Patrick Obrist erzielt seinen ersten Treffer in der laufenden Meisterschaft und das ist doch ein wichtiger. Nur 5 Minuten später wieder der junge Vorarlberger Patrick Obrist an der Scheibe. Sein 2. Tor am heutigen Abend, das 5:3 und wohl die Vorentscheidung in dieser Begegnung. Spiel ist aber noch nicht zu Ende. Pulli-Gewinn für die Salzburger und jetzt ist es Nicholas Ross, der sich auch in die Torschützenliste einschreiben darf. Das halbe Dutzend ist voll. Red Bull Salzburg gewinnt gegen Olympia Ljubljana mit 6:3. Wir müssen nicht entscheiden. Die Spieler entscheiden. Sie spielen gut, sie spielen. Sie spielen schlecht, vielleicht sie spielen nicht. Vielleicht ist es nicht die Name. Es ist nicht die Spielername, es ist die
die Mannschaftsname. Sie mussten für die Mannschaft spielen. Sie mussten nicht für das spielen. Yeah, today was really up and down game. Es war ein Auf und Ab, wir waren dran, aber mit Fortdauer des Spiels haben wir dumme Fehler gemacht. Der Doppelschlag war dann für uns das Ende. 6:3, Salzburg hat verdient gewonnen. Everything go bad for us and in the end 6:3 Salzburg deserve win. Vielleicht ist ein bisschen die Angst dran gelegen, dass wir so eine junge Truppe sind, dass vielleicht die Ausländer nicht gespielt haben und haben vielleicht selber am Selbstvertrauen ein bisschen zweifelt.